So, Friends, wir spielen Final Fantasy 16, die Demo, den kompletten Anfang, die kompletten ersten zwei Stunden nochmal, weil mir einfach alle und ihre Mutter gesagt haben, dass die deutsche Synchronisation so fett geil ist. Literally jeder Mensch der Welt kam zu mir und hat gesagt, Junge, die deutsche Synchronisation von Final Fantasy 16 ist so insane gut. Du tust dir keinen Gefallen damit, es nicht zumindest mal ausprobieren. Und nachdem ich dann heute auch Vincent Fellow kennenlernen durfte, der nochmal gesagt hat, dass er einfach alles gegeben hat bei dieser Synchronisation, dachte ich mir, okay, komm, let's go. Spielen wir es nochmal auf Deutsch, nur für euch. Nur wegen euch mache ich das und weil ich selber nochmal spielen möchte. Ey, ich werde die Demo bestimmt jetzt jeden Tag einmal durchspielen. Aber ja, so viele Leute haben gesagt, spiel das nochmal auf Deutsch. Und dann dachte ich mir, ja, dann spielen wir es halt nochmal auf Deutsch durch. So, kommt mir nur entgegen. Kommt auch dem Kanal entgegen, haben wir beides drauf. Dann können die Leute, die das auf Englisch sehen wollen, es auf Englisch sehen. Die Leute, die es auf Deutsch sehen möchten, können es auf Deutsch sehen. Und je nachdem, welches Video mehr Views hat, kann ich am Ende davon entscheiden, ob ich das Spiel jetzt weiter auf Deutsch spiele oder auf Englisch. Und entsprechend würde ich sagen, ich verliere mich nicht weiter in Worte. Und wir springen einfach mal rein und hören uns mal an, wie die ganze Geschichte klingt. Wir spielen im Action-Fokus. Yes! Hau raus! In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Was ich auch noch ganz dringend machen muss. Ich muss einfach alle Soundeffekte und alles ausstellen und die Musik auf 100% und dann einfach nur die Musik aufnehmen, damit ich einfach dieses Theme on repeat hören kann. Das ist so geil! Mega gut. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus.
Niemand sonst? Ich wusste nicht, dass sein Name Tiamat ist. Das ist aufregend. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Wach auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Oh, ich liebe dieses Lied so krass. Ich liebe es so krass. Gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, alles ist gut. Chill mal. Ich will mir den Sonnenuntergang angucken. Außerdem sieht der Lens Flare voll cool aus. Ach ja, ich spiele es übrigens im Grafikmodus, nicht im Performance-Modus. Weil ich habe gemerkt, im Performance-Modus läuft zumindest diese Version relativ shaky. Daher schauen wir uns mal im Grafikmodus an. Andrea, Vichan, Soldas, by the way, danke für eure Subs. Verdammt, Bewegung! Dieses Spiel braucht einen Sprint-Button. Ich werde nicht aufhören, das zu erwähnen, bis ich ihn bekomme. Rechtzeitig. Gar nicht. Was? Zu den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final.
Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Mega rude, einfach seine Zigarette im Wasser von jemand anderem auszumachen. Bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. You cock. Benedicta. Gib Acht. Gib der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedicta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Nehmt euch ein Zimmer, Mann. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Let's go! Voll gut. Und? Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Halt. Spürt ihr das auch? Titan. Die Dalmeka wollten sich wohl nicht länger abschlachten lassen. Wer sich noch die Ehre gibt. Junge, das ist so eine geile Szene. Junge, die ist so gut. Ach. Nochmal. Das sieht so gut aus.
Junge, das sieht so cool aus einfach. Wie sie halt null beeindruckt ist. Ah, so gut. Schweifern, los! Verdammt! Komm schon, hier lang! Sie ist direkt über uns. Das ist. Das ist so krass einfach. Wird bald, Wyvern? Ja, ist ja gut. Sorry, dass gerade die Welt um mich herum einfach fucking zerbricht so. Willst du hier verrecken? Auch dieser, keine Ahnung, 5-Frame-Blood-Splatter, den du da siehst. Junge, dass sie das auch noch gemacht haben, Mann. Wyvern, Wyvern. Reiß dich zusammen, wir sind noch nicht fertig. Gibst du auf? Tja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. He must be protected at all costs. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Ich muss übrigens gerade mal in der Aufnahme kurz so, einmal das hier plus einmal das hier, so, okay. Warte. Oh Gott, das ist kompliziert. Okay, das müsste passen. Ich glaube, das ist okay. Ja, komm. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm, zeig, was du kannst. Ey, ich bin einfach so kurz davor, mir einen Malamute zu holen, weil ich voll Bock auf den Hund habe und durch dieses Spiel noch gehypter bin. Gut, nochmal.
Sehr gut. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, so ist der Nexus. Und lass links, danke für eure Subs. Regnen. Ich bin einfach mega der Fan von gigantischen Hunden, die auch plüschig sind, so. Und das ist halt so ein Malamute einfach Excellent. Prime Example. Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield! Ja, also ich hab gelesen, dass die halt auch viel Auslauf brauchen und sowas. Und dass die halt nicht nur sprinten, sondern die bewegen sich halt viel, weil es sind halt einfach Schlittenhunde. Aber ey, wie Boss das einfach sein muss, wenn du mit so einem, keine Ahnung, 3x5 Meter großen Hund durch die Straße läufst, der einfach aussieht wie ein fucking Wolf, so. Junge, wie cool das einfach sein muss. Wir einfach alle vor dir Respekt haben und einfach die Straßenseite wechseln. Holy shit. Fände ich cool. Und dann will ich noch ein Shiba Inu haben. Und dann einfach lachen die ganze Zeit, weil der eine Hund einfach 5-mal so groß ist. wie der andere. Ah, mega gut. Was soll das werden? Ah, warte, sorry. Nicht ganz. Oh. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, der trifft. Das war spitze. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Also ja, ich weiß, dass Torgel ein Wolf ist, aber du kannst halt keinen Wolf als Haustier halten, deswegen wird das ein bisschen problematisch. Ein Samoyede ist auch mega cool. Beeindruckend. Aber ich muss mich leider auf zwei Hunde festlegen, die ich haben möchte. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Ich meine halt, wenn es nach coolen Hunden geht, hätte ich halt echt gerne Malamute, Samoyeden, Neufundländer, wie heißt da, ein Berner Sennhund war das, glaube ich. Die sind halt auch übelst hübsch und die sind auch übelst groß und fluffy. und ein Shiba Inu. Gab's noch einen, den ich cool fand? Weiß ich nicht, aber das sind so die 5 Hunderassen, zwischen denen ich halt immer so hin und her schwanke, wo ich mir immer so denke, ach, der wäre eigentlich ganz cool und der ist eigentlich ganz cool und eigentlich finde ich den auch ganz cool und eigentlich hätte ich am liebsten alle, aber ich kann mich nicht um 5 Hunde kümmern. Daher fangen wir erstmal mit einem an und dann, wenn ich überlegen müsste, welchen ich am liebsten hätte, dann halt schon, ich glaube, so ein Malamute fände ich halt richtig, richtig cool. Aber das muss halt so ein Plüschiger sein. Ansonsten weiß ich nicht. Ja, und das würde mir eigentlich auch gut tun, wenn ich mal öfter rauskäme und so ein Hund
würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich meinen täglichen Auslauf auch kriege. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Komm her, Junge. Ja, Berner Sennhunde sind halt so übelst pretty, aber die werden halt nur so 6 bis 8 Jahre alt. Und das ist halt... Ich weiß nicht, ob ich so einen Hund nur so kurz haben könnte. Ich glaube, dann würde ich dran kaputt gehen. Einfach. Und ja, die kriegen halt auch super viele Probleme und alles. Es tut mir halt im Herzen weh zu sehr. Aber... Ach, I don't know. Ich bleib bei meinem Malamute. Von dem habe ich dann 12 Jahre und das finde ich okay. Los! Diesmal kriegst du ihn! Du schaffst das gleich! Bleib einfach ruhig! Ah, verdammt. Ich will die ganze Zeit im Kreis ausweichen. Ha, dir scheint es ernst zu sein. Weiter so, Clive! Triffst meine Erwartungen. Dann muss ich mich hier nicht länger zurückhalten. Los, Clive! Weiter nach vorn! Gleich geschafft! Ich glaube an dich! Du lernst. Schöner Finisher. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Joshua, es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum. Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück! Vater ist da! Euer Gnaden, bitte! Solch ein Ort ist eurer nicht würdig! Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Look at this bitch einfach. Fuck her. Joshua. Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns.
Lord Murdoch? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Ja, vielleicht tritt sie auf ein Lego oder sowas. Hat sie auf jeden Fall verdient. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich? Oh mein Gott! Der Torgal! Oh. Aufhören! Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, Euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, Euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Ich hätte so funny gefunden, wenn er ihm einfach so voll aufs Maul gehauen hätte. Einfach so ohne Grund. Er ist so süß, oh mein Gott, ich komme nicht klar. Er ist der Beste. Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Ist alles in Ordnung? Ich weiß. Oh, er ist so süß! Vater sprechen. Komm nicht klar, Mann! Los jetzt! Ladet schnell auf! Erzähl's keinem weiter, aber ich hab mir das Torgal im Plüschtier bestellt. Halt die große Version, so. Das Ding ist halt, ich finde die Kleine, die sieht einfach aus wie so ein Five Nights at Freddy's, scary Ding, so. Der sieht halt übelst weird aus, aber der Große sieht halt voll cool aus. Verzeiht mir, Milord, doch ich bin mit dem Prüfen der Kristalle beschäftigt. Die Leben unserer Soldaten hängen davon ab. Dass mir ja kein Kristall verloren geht. Die Eisernen sind wahre Krieger. Warte mal kurz. So. Glaubst du, das Spiel kickt Tears of the Kingdom in Game of the Year? Abhängig davon, das Ding ist, ich kenne die Demo ja schon. Spoiler, by the way. aber wenn das ganze Spiel tatsächlich die Qualität dieser Demo halten kann, für mich auf jeden Fall. Also, holy shit, was sie hier abgeliefert haben. Hier hat Square einfach die Bank geleert, so. Die haben auch alles Geld genommen, was sie haben und haben gesagt, fuck you, mach das
beste Spiel, was du machen kannst. Geld ist uns einfach scheißegal, so. Und wenn das 17 Billiarden Dollar kostet, das zu machen, dann ist es halt so. Und, that's what they did. So, die haben einfach ein insanes Ding hier auf die Beine gestellt. Zumindest von der Demo her, so. Zumindest macht es den Eindruck. Entsprechend, wie gesagt, wenn sie die Qualität dieser Demo für das ganze Spiel halten können, ist es für mich auf jeden Fall Game of the Year. Also dann ist es halt, holy shit, ist das krass dann. Es ist kein Vergleich zum 15er, so absolut nicht. Das hier ist schon in den ersten zwei Stunden, die man hier spielt, so weit über den 15er, was Qualität angeht. So allein vom Storytelling her, das ist halt krass so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Demo mehr Cutscenes hat als Final Fantasy 15 komplett als ganzes Spiel. Also ich bin schon in den kleinen Hund mehr investiert als in jeden Charakter von Final Fantasy 15. Daher, let's go. Bereitet alles vor. Wir müssen jederzeit. Verschlossen. Versuchen wir es durch den Seiteneingang. Los jetzt! Ladet schnell aus, bevor die Herren... Dass mir ja kein Kristall verloren geht. Nee, Final Fantasy 16 ist auch schon seit 2016 oder 17 in Entwicklung. Das hat auch schon seine paar Jahre hinter sich. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran, Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Gute Geschichte. Sie bereiten das Abendessen vor. Da hat wohl jemand Hunger. Warum kann ich eigentlich nicht mit ihm reden? Oh. Ich sorge dafür, dass die Träger den Brunnen mit Wasser auffüllen. Mit unseren Kristallen sollten wir besser sparen. Die Weizenernte ist dieses Jahr. Ich enthalte mich einem Kommentar zur deutschen Synchronisation, bis ich die Demo durch habe. Eine wahre Glanzleistung. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leid tun. Haben die eigentlich verschiedene Dialoge? Eine wahre Glanzleistung. Okay. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leid tun.
So schön ruhig hier, oder? Ey, imagine einfach, Toggle ist real. Das ist Joshua. Und du musst dich um ihn kümmern. Und er ist einfach der Best Boy. Und ich wäre der glücklichste Mensch. Junge, das fände ich so cool. Ich finde auch das hier voll krass, dass sie halt super viel mit diesen Kristallkräften arbeiten. Das ist einfach... Das ist so schön, so ein schönes Detail, Mann. Vor allem, was mir auch besser gefällt als bei Final Fantasy XV ist, erstmal, dass sie halt ein Fantasy-Setting haben. Und dieses Fantasy-Setting erlaubt ihnen halt, NPCs zu machen, welche tatsächlich auch aussehen, als ob sie in die Zeit gehören. Und bei Final Fantasy XV sahen alle NPCs einfach aus, als ob sie einen Randomizer-Button gedrückt hätten. Und das wär's so. Und das fand ich immer super weird irgendwie. Also die NPCs in Final Fantasy XV, die halt keine Hauptcharaktere sind, weiß ich nicht, die waren immer so ein bisschen unpassend irgendwie. Oh, Milord. Mein Träger arbeitet sehr zuverlässig. Bis zur Prozession ist alles bereit. Clive, ich... Du hast Angst vorm Krieg. Die Soldaten vertrauen auf die Macht des Phönix. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Keine Sorge, Joshua. Vater wird dich führen. Und ich werde dich beschützen. Immer. Ich weiß. Danke, Clive. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Sick. Alles okay? Milord, ich drücke mich nicht vom Dienst. Ich inspiziere die Mauern. Befehl von Lady Annabella. Befehl von Lady Gaga. Los geht's. Also ich habe keine Ahnung, wie Final Fantasy VII Rebirth wird. Es wird wahrscheinlich als Spiel richtig, richtig krass gut. Ich habe halt hauptsächlich Panik vor der Story, so. Ich habe halt wirklich nur... Die einzige Sorge, die ich bei 7 Rebirth habe, ist, dass die Story einfach so komplett off the rails geht. So, jetzt teasen sie uns halt an mit so den bekannten Bildern. Wenn man so Final Fantasy 7 gespielt hat, denkst du dir so, ah ja, das kenne ich, das ist ja auch so. Und wovor ich Angst habe, sind die Sachen, die wir nicht gesehen haben. Und... Ey, einerseits wünsch ich mir, dass sie einfach sagen, fuck it, let's go completely crazy. Und andererseits habe ich Angst, dass sie so crazy gehen, dass das alles wieder so backfired und super komisch wird. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß es nicht. Also das Spiel selber wird wahrscheinlich echt richtig krass insane und ich werde es wahrscheinlich feiern ohne Ende trotzdem. Aber, die Story? Da habe ich ein bisschen Panik, so not gonna lie. Schauen wir mal. Hi, Mom. Über die Kraft des Phönix verfügt nur Joshua. Nur er allein. Ihm darf nichts zustoßen. Ihr seid für ihn verantwortlich. Lasst ihn nicht noch einmal aus den Augen. Ja, euer Gnaden. Klaune sie einfach so ein bisschen an, weil sie einfach eine Bitch ist.
Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönixtor, wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Wop. Verdammt, jetzt hätte ich das am Anfang mal machen müssen, weil ich wissen möchte, was dieses Zeichen bedeutet, was sie da auf der im Gesicht haben. Der Krieg, der uns bevorsteht, wird nicht nur für den Mutterkristall gefochten. Das Wichtigste ist, dass wir diesen Barbaren nicht erlauben, auch nur einen Fuß auf Stirn zu setzen. Ich weiß. Lieber würde ich sterben, als das mit anzusehen. Habt morgen eine sichere Reise. Du ebenso, Clive. Möge der Phönix mit dir sein. Ruh dich gut aus, Clive. Morgen steht dir viel bevor. Die Eisernen wurden einst vom Festland vertrieben. Doch der Patriarch will ihre Mission auf Stürm nicht ruhen lassen. Und wenn ihre Schiffe landen, wären sie schneller vor unseren Toren als die Fäule, fürchte ich. Also erobern wir den Mutterkristall und kommen ihnen zuvor. Ein Präventivschlag. Nur das Licht des Phönix kann uns durch diese Zeiten führen. Doch wir müssen an die Bürde denken, die Joshua tragen muss. Steh ihm bitte bei. Ich würde mein Leben für ihn geben. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommen wird. Ich verlasse mich darauf, dass du Joshua beschützt. Ich verlasse mich darauf, dass du Joshua beschützt. Er verlässt sich darauf, dass ich Joshua beschütze. Ich habe das gestern schon mal gesagt, aber ich muss es nochmal wiederholen, dass ich es einfach krass finde. Wie dieser Raum einfach mega leer ist, aber er ist einfach so eckig gebaut, dass er einfach aussieht,
Als ob du ihn so eins zu eins in so ein Super Nintendo Final Fantasy reinmappen könntest. Und das finde ich super nostalgisch. Außerdem finde ich es halt voll cool, dass du mit den Dudes einfach so reden kannst und sie einfach alle so melodramatische Sachen sagen. Und das ist auch übelst Final Fantasy-like. Find ich gut. Und was wir hier brauchen, ist ein Sprint-Button. Und weiterhin gibt's hier oben nichts zu sehen. Ich laufe einfach den exakt selben Weg wie das letzte Mal. Aber ist okay, vielleicht finde ich was Neues. Who knows? Nee, das hier ist schon Final Fantasy so. Das ist schon krass Final Fantasy tatsächlich. Also so richtig so ein klassisches... Ja, schon so ein klassisches Final Fantasy in einem neuen Format einfach. Willkommen zurück, Milord. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönixtor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Throns. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Alvin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner jungen 15 Jahre... ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. Oh mein Gott, ey. What the fuck, Mädchen? Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Wie mad sie einfach ist! Fick sie einfach. Im übertragenen Sinne. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Ich hab's auch gestern schon mal gesagt. Aber der rote Punkt
Der wird so krasse Story-Relevanz haben. Holy shit. Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Metia beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Es geht bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Also, wenn ich den Lore-Eintrag noch richtig im Kopf habe, ist Jill eigentlich das Kind von einem Herzog aus einem anderen Land. Und die hat der König entführt, um sicherzugehen, dass sie einander nicht mehr angreifen. Und jetzt wohnt sie halt da und ist vollkommen okay damit anscheinend. Und die kommen alle so gut miteinander aus, dass sie halt wie Bruder und Schwester miteinander sind. Oder so, glaube ich. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Viel Glück! Freunde, wir reiten zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen! Und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Ja! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Lord Rosfield, erlaubt mir, euer Reittier zum Phönixtor zu bringen. Danke. Wir sind bereit, Milord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Wie ihr befehlt. Brechen wir auf.
Und es sind vielleicht nicht Biggs und Wedge, aber sie haben auf jeden Fall Biggs und Wedge Energy und das ist alles, was zählt. Weltkarte und ich bin ganz doll traurig, dass das so eine Auswahlkarte ist. Das ist tatsächlich so das Einzige, wo ich sagen würde, dass mich das ein bisschen echt enttäuscht, dass wir hier keine... Also entweder so eine Xenoblade-ähnliche Map haben, wo das halt auch alles linear ist, aber du läufst da halt zumindest irgendwo lang und das sieht dann schön aus. Oder dass wir direkt eine richtige Weltkarte haben, aber ich glaube, die Weltkarten sind einfach mit dem PS1, PS2-Zeitalter gestorben, so. Also Open World hätte ich nie erwartet, das ist einfach für RPGs, glaube ich, ein bisschen zu krass, aber ja, aber Ni no Kuni war ja auch stilisiert ohne Ende. Ich glaube nicht, dass du das hier so machen könntest. Daher, das muss schon irgendwie mit richtiger, detaillierter Grafik gemacht werden. Und das ist ein bisschen krass, so kann ich verstehen, dass es halt nicht gemacht wurde. Deswegen habe ich gehofft, also bevor das hier angekündigt wurde, dass es zumindest so wie gesagt Xenoblade-mäßig einfach ist, dass du diese riesigen Areale einfach hast, durch die du durchlaufen kannst. Das hätte ich cool gefunden. Aber was soll's. Los geht's! Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden Acht. Ja, aber nicht nur den. Ich meine, Final Fantasy X ist ja quasi so ein Proto-Xenoblade eigentlich, wo du halt auch einmal durch die komplette Welt läufst. Und später dann halt die ganzen Städte und Warp-Punkte und so freischaltest. Dann kannst du ja jedes Mal quick-traveln dahin. Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Die Fäuler hat alle vertrieben. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Vor uns liegt das alte Dorf von Stillwind. Oder was davon übrig ist. Ganze 2 Gild, Zeit sich ein Eis zu kaufen. Aber ja, mal schauen, wie Final Fantasy VII Rebirth das handeln wird. So, da sind wir jetzt in der Open World Passage eigentlich. Ich hoffe da, dass es wie Xenoblade gemacht wird. Ich sag doch, Biggs and Wedge Energy einfach. Folgt mir. Oh wow, so? Ist gar nicht so einfach. Oder ich habe es noch nicht freigeschaltet, oder? So wahr. Wir müssen weiter. Hier sind sicher noch mehr. Sekunde. Aha. Ich brauche auf jeden Fall das noch nicht. Das auch nicht.
Das ist nicht so cool. Das hier, das ist praktisch in Verbindung mit der Geschichte und das reicht nicht mehr. Sad, aber ist okay. Dieses Timing ist echt eng so. Ha. Final Fantasy 16 läuft auf einer, ich glaube, weiterentwickelten Engine von Final Fantasy 14. Und Final Fantasy 14 läuft auf einer Abkapselung der Luminous Engine, welche ja Final Fantasy 15 und Forspoken powert. Ich glaube irgendwie so. Und das finde ich halt so ein bisschen funny eigentlich, weil du hast halt Luminous Studios, die explizit dafür gemacht wurden, die Luminous Engine einfach richtig krass zu machen. Und dann bringen die jetzt zwei Spiele raus, die einfach übelst messy sind. Und dann kommt einfach die Final Fantasy 14 Dudes und flexen einfach übelst hart so. Final Fantasy 16 läuft nicht auf der Unreal Engine. Das läuft auf einer, wie gesagt, auf einer Abkapselung der Luminous Engine, welche, wie gesagt, meine ich, auch Final Fantasy 14 powered. Da sind noch mehr. Ja, ist okay. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann gehe ich einfach mal in das kleine Haus hier rein. Weiterhin. Erstens, ein Sprintbutton wäre cool. Zweitens, gibt's eine Karte? Vielleicht habe ich sie auch einfach nur nicht angemacht. Ich glaube aber nicht, ne? Nö. Wäre auf jeden Fall praktisch, weil, habe ich auch das letzte Mal gesagt, aber weiterhin bin ich einfach so super, wow, habe ich irgendwas vergessen, weil hier ist alles so verzwickt, dass ich mir denke, shit, ich möchte kein Item liegen lassen, aber passt schon. Ich finde es übrigens cool, wie diese Sachen so einen krassen Widerstand mit dem R2-Button haben. Das waren Bring Arts nochmal. Das waren diese statischen Figuren einfach nur, oder? Da bin ich gespannt. Ich will so viele fucking Figuren haben, Alter. Und die sind erstens mega teuer und zweitens habe ich keinen Platz dafür. Aber ich will die alle haben, weil sie voll schön aussehen. Passt auf, Milord. Einige davon sind Spruchweber. Das sind nicht wenige. Wir müssen einen Plan stricken. Auf
Ich finde tatsächlich Bring Arts und halt generell statische Figuren cooler als Play Arts. Halt, ich hab ja, Sekunde. Zum Beispiel diese Cloud-Figur von Bring Arts hier rumstehen und ich finde die halt insane cool so. Die sieht einfach nur nice aus, da musst du keine coole Pose suchen, die dann auch noch mit so einer ekligen Klammer dann irgendwie festhalten, damit sie nicht umfällt, sondern du stellst die Figur einfach nur hin und sie sieht gut aus und das reicht mir so. Und dann habe ich ja noch die hole ich jetzt nicht, weil sie sonst auseinanderfällt, aber aus der Special Edition habe ich ja von, Noctis und Cloud tatsächlich dann die Play-Arts-Figuren. Und Noctis, nee, gar nicht. Cloud sitzt auf dem Motorrad, das geht wieder so ein bisschen. Aber Noctis steht halt einfach so super awkward da, wird mit dieser komischen Klammer festgehalten. Finde ich furchtbar. Halt. Ich wünschte, er wäre einfach auch eine Bring-Arts-Figur. That said, mein letzter Play-Arts-Kauf war Faye von Xenogears und ich bin mega happy, dass ich davon irgendwas habe, was ich mir ins Regal stellen kann. Es gibt hier einen Weg und ich sehe ihn nicht. Okay, es war doch das da, perfekt. Wir sollten jetzt gleich zum alten Dorfplatz kommen. Habe ich Bring Arts gesagt und nicht Play Arts? Auf jeden Fall Face Play Arts. Hasse ich eigentlich, aber hey, besser als nichts. Milord, ich überlege. Der Anführer. Aber zuerst knöpfen wir uns eine Horde vor. Erledigen wir das Pack. Wow. Nichts lieber als das. Ey, ich bin ausgewichen. Ich dachte, Bring Arts wären einfach auch nur statische Figuren, aber halt nicht so teuer, oder doch? Warum gibt es 18 Trilliarden verschiedene Arts-Dinger von Square, Mann? Wo kommt der jetzt her? Auf die Füße mit dir! Er greift an! Okay, dann sind Static Arts auf jeden Fall die ich meine und voll cool finde. Und alle anderen finde ich blöd. Punkt. Holla, den will ich nicht abbekommen. Passt auf, wenn er wieder zum Schlag ausholt. Versteht sich von selbst. Sick. Nice.
come on, oder? Habe ich es geschafft? Ah, sick. Ah, verdammt. Nice. Und jetzt sollte ich vielleicht auch mal ein paar neue Techniken erlernen. Du Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Junge, ich will das Spiel auch! Holy shit, das Kämpfen macht so viel Spaß! Das ist so gut! So, jetzt habe ich genug, um die wichtigsten Sachen jetzt zu lernen. Zum Beispiel einmal das hier. Und... das hier... das nicht. Ach, das habe ich gar nicht gelernt. Witzig, okay. Okay, so, damit hätte ich das Wichtigste hier. Ich glaube, ich hätte mal auch noch irgendwie Sachen gehabt, oder? Nee, das war nur... Trash. Okay. Kabi, Kammergöttin und René, danke für eure Subs. Komm ich hier hoch? Nein. Ich weiß, ich soll ihm hinterherlaufen, aber... meh. Items sind wichtiger. Da ist er! Ja, der Goblin, der chillt so. Das ist alles cool. Let's go! Es gibt garantiert eine Möglichkeit, dass du das spammen kannst. Garantiert! Speedrunner werden es rausfinden. Das war's für dich. Von seinem Maul fern. Der Dude sieht so sick aus. Ich hab doch gesagt, weg von seinem Maul. Oh Junge, weich doch raus. Junge, weich doch raus, wenn ich drauf drücke. Yeah.
nicht mal getroffen, verdammt. Vielleicht hat er genug von uns. Ah, verdammt. Ach, den kann man doch gar nicht ausweichen, ne? Alles gut. Check einfach nicht diesen Wechselkombo. Ah, verdammt. Uff, Junge, das ist halt super viel konzentrieren, Mann. Ich darf hier nicht sterben. Aber es ist so scheiße spektakulär. Oh mein Gott, ich liebe es so krass. Aber du schon! Versetzt ihm den Todesstoß! Ausweichen und dann drauf. Ah, verdammt. Oh Gott. Yep. Verdammt. Na bitte. Ach, die heilen mich auch. Funny. Thank you.
Anbietung. Ha! Holy shit, let's go. Hey Sigmunda, mir geht's gut, wie geht's dir? Milord? Danke. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolts hier? Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Verdammte Fäule. So, weiter geht's. Boom. Plötzlich tausende rote Augen. Nein, hör doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt im Morbol ins Maul. Mehr Bier! Mehr Bier ist was, wo ich auf jeden Fall auch hinterstehe. Was ist los? Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte eurer Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Ist dir unwohl? Nein, Vater. Bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Ich hoffe, das verstehst du. Flieg über Felder und Wiesen und Auen. Flieg aus der Asche empor und durchschauet. Fliehe rosarisches Feuer. Yeah.
lauter, meine Freunde! Lauter! Yeah! Wasser und Wälder und Moore, seht die Flammen am Firmament. Hier wird mich keiner vermissen. Das klingt so, als ob er sich jetzt einfach umbringen geht, so. Damn, dude. Na, Großer? Jill sucht sicher schon nach dir. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Seht euch einfach den kleinen Doggo an, wie er da liegt. Und einfach klein und niedlich ist. Oh mein Gott. Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault. Sie erzählen alle von dir. Und nennen dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen, wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen, vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Er ist so süß, oh mein Gott! Nachschub aus der Hauptstadt. Endlich. Hast wohl gekostet, was?
Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Was ist da los? Junge! Das ist immer noch so krass, Mann. Es ist halt echt, als ob du Game of Thrones gucken würdest. Als ob das gerade einfach so eine krasse HBO-Fantasy-Serie ist. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Ist das? Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wade, ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Folgt mir, eure Hoheit. Let's go! Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon, eure Hoheit. Kommt! Ich muss auch sagen, so ein 30 FPS zu spielen, ist nicht so störend, wie ich erwartet hatte. War das gerade? Ich muss ihnen helfen! Alles steht in Flammen! Zurück, euer Gnaden! Der gehört nicht zu uns! Nein, das ist meine Pflicht! Kriegst mich nicht, du Schwein! Das hier ist auf jeden Fall visueller Luxus. Halt, Junge! Die habe ich vorhin noch gesehen. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen Sie an? Ich muss zu meinem Vater. Ich muss zu meinem Vater. Wer ist das, der Junge? Schnapp ihn! Ja! Buch? So. Verdammt, die Schweine sind überall. Warum tut Sanbrek so etwas? Wir sind verbündet. Der Dominus! Ja! Oh, come on. Kannst du das... Wie kannst du ihn nicht treffen? Bin ich hier schon richtig? Oder muss ich nach unten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Doch, okay, das war unrichtig. Ey, ich habe jetzt auch mega Bock auf eine Pizza, Mann. Wo ihr die ganze Zeit von Domino's redet. Weil ich auch sagen muss, Domino's in den USA schmeckt nochmal besser als die in Deutschland. Verdammt! Die Wunden sind tief! Ich kann ihn retten! Eure Hoheit, ich... Keine Sorge, ihr werdet wieder gesund. Ich halte sie auf. Gnaden, Lord Murdoch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Omia Lostelan, Tuisa Gelief. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Der Herzog und der Dominus können nicht dort sein. Findet sie. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Let's go! Nachdem ich nochmal meine Fähigkeiten upgrade habe, oder? Kann ich das überhaupt? Nö und nö. Dann wollen er nicht. Los geht's. Cool Ice Kirby, danke für den Sub.
Damn, holy shit. Sind wir zu spät? Sind alle schon tot? Dafür zahlen sie. Diese Barbaren. Halte uns den Magier vom Leib. Ich kümmere mich um die anderen. Ich komme immer noch komplett durcheinander die ganze Zeit mit Kreis und R1. Das wäre geschafft. Bist du verletzt? Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Ralf, pass auf! Ich fordere euch zum Kampf. Ein kaiserlicher Dragoon. Du bist also der Schild mit dem Segen des Phönix. Doch das wird dir nicht helfen. Oh, fuck. Yikes. Halt still, verdammt. Nice. Oh, verdammt. Oh, ich wünschte, diese Schwertaufladegeschichte würde sich ein bisschen schneller aufladen. Also das geht, wenn du es noch weiter aufpowerst, aber trotzdem. Jetzt, Clive! Erledige ihn! Nice. Fuck. Check das Timing nicht, Mann. Das ist voll furchtbar, Mann. Yes.
Tatsächlich macht den zu bekämpfen halt echt viel Spaß, aber ich check einfach das Dodge-Timing von seinem Sprung nicht. Plus, ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass wir einen Dragoon irgendwann im Laufe des Spiels noch spielen, weil Dragoons sind einfach insane cool. Und was übrigens Monster Hunter World übelst krass gut gemacht hat, ist die Tatsache, dass sie dir einen Dragoon-Skin geben, plus Dragoon-Waffe, und dass du dich halt echt fühlst wie so ein Dragoon, wenn du das spielst. Holy shit, los geht's. Ist er tot? Ich denke schon. Also haben sie ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Clive, sieh her. Diese Scherben wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung! Auf dein Ross! Was ist das? Yay, Doggo ist okay. Euer Gnaden, seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalith holen. Ihr müsst mir helfen. Bringt Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. Ich hab's gestern schon gesagt, aber ihr müsst aufhören, die Chocobos zu killen. Die haben nichts getan. Das kann ich nicht zulassen. No, und die Eule. Ihr falschen Schlangen. Zurück, ich warne euch. Lauf, Joshua, lauf. Nein. Oh, das ist so fies. Das ist so gemein. Erfüll du deine Pflicht. Du musst Vater beschützen. Ich wollte. Junge, der tut mir so krass leid einfach. Ich zähle auf dich. Joshua. Ach du Scheiße. Und jetzt ficke sie alle im wortwörtlichen Sinne. Let's go! Der Phönix. Phönix! Joshua! Mark Mörder! Der Prinzen! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive!
Zurück! Clive! Oh, ihr müsst aufhören, die Chocobos zu killen! Fuck! Ich danke dir, mein Schutzengel. Helft ihr auf und geht! Bitte! Joshua! Haltet euch! Nicht jetzt! Komm! Tu deine Pflicht! Du bist ein Schild! Hilf ihm! Clive? Was im Namen des... des Feuers. Aber das ist unmöglich. Ey, wir einfach alle drauf gehen. Junge, das ist halt... Holy shit, einfach nur. Und jetzt geht's richtig ab hier. Und los geht's. Der Soundtrack einfach. Weg von mir, Esma! Sonst bring ich dich um! Junge! Verdammt. Was ich halt aber auch so krass finde, ist, dass sie in den ersten zwei Stunden es einfach geschafft haben, dass halt die ganzen Dudes, die draufgegangen sind, sich halt tatsächlich wie richtige Charaktere anfühlen. Dass sie halt so kleine Beziehungen zwischen den Charakteren noch aufbauen konnten. Dass es halt nochmal mehr wehtut, dass du halt siehst, okay, alle sterben gerade einfach. Das ist halt übelst cool. So, die fühlten sich halt nicht einfach an wie so Kanonenfutter, sondern tatsächlich so... Ich muss ihn aufhalten! Wie so Charaktere, Mann. Das ist halt... Ah, das ist richtig gut. Ich muss sie retten! Der Soundtrack!
Raid hat auch keinen Bock hier. Holy shit. Verdammt. Mega gut. Mega gut einfach. Das ist so fies. Ey, das Sounddesign einfach. Torge? Nein! Hör auf! Nimm die Hände von meinem Bruder! Hilf mir! Hilf mir, Clive! Joshua! Ey, das ist so krass. Oh mein Gott, ey. Holy shit. Oh mein Gott. Das tut so weh! Du Monster! Ich bring dich um! Ich bring dich um, verdammt!
helft mir. Bitte. Wie einfach keiner Chill hat hier. Oh mein Gott. Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, Euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Die Bitch! Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Fuck her, so! Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Euer Gnaden, seht her! Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Wartet! Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt. Er sei ein guter Soldat. An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen rechten Platz. Vielleicht wird sie noch von einem Trümmer getroffen. Oh mein Gott, ey, ich hab ganz vergessen, dass die sterben. Junge, was ist los in diesem Spiel so? Kopf hoch, Junge. Aus dir wird noch ein richtiger Soldat. Joshua. Ey, weiterhin auf meinem zweiten Mal insane krasser Shit hier, was hier abgeht. Oh Mann, Ray, danke für den Raid, by the way. Und Demon King, danke für den Sub. Junge, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig cool. Absolut wahnsinnig cool, so. Aber ja, Vincent meinte, er hat für diese Synchronisation alles gegeben und das hört man auf jeden Fall raus. Halt absolut hochqualitativste Synchronisationsarbeit von ihm. Er verkörpert Clive halt echt insane gut so. Mega, 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 mega gut. Der Sprecher vom König auch top. Finde ich echt richtig gut. Und den einzigen, den ich nicht so krass mochte, war tatsächlich Joshua. Der klang mir ein bisschen zu sehr wie generisches Kind. Da hätte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, da mochte ich die englische Stimme dann auch ein bisschen lieber. Insgesamt, aber ja, gute deutsche Sprachausgabe kann man sich definitiv antun. Daher schauen wir mal, welche wir dann für die Vollversion nehmen.